Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde zur Tyranny. Jo, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich bei unserem Plan, den Feind abzulenken an dieser Brücke hier. Will do. Und ich merke gerade, dass wir gar nicht in der Pause sind. Okay. Hier sind zwei Feinde. Mal sehen, ob die mich entdecken. Nein, ich kann das Ding von hier aus knacken. Sehr schön. Fallen kriege ich ja nicht mehr ins Inventar. Nein. Du bist ein Grenzläufer und du bist es auch ein Grenzläufer sein. Also gerade die nervige Kombo. Quick Save machen, sicherheitshalber. So, dann gehen wir alle aus dem Versteck raus. Versuchen wir das mal. So. Du machst das auf dich selber. Du wirkst das auf sie. Gut, Berührung des Titan. Anstieg des Ruhms. Ah, okay, das müssen wir das nächste Mal dann besser timen. So, du machst noch Berührung des Titanen auf dich und du zauberst das hier auf ihn. So. Not a problem, boss. Da wollte ich eigentlich die beiden in Angriffsbindung nehmen. Klappt aber nicht ganz so, wie es sollte. I'll take care of it. Gut, Spiel pausiert. Außergewöhnliche Verteidigung. Achso, du kannst dem Grenzläufer da nicht so viel Schaden verursachen. Kein Problem. Wir machen erstmal den Grenzläufer weg. Du machst dich da gerade ganz schlecht. Du solltest nicht in den Nahkampf. Oh, war das gerade der Frostkegel? Ja, das war der Kegel. Ups. Gut, gelöst. Will do. Okay, das war ja noch recht einfach, die drei Grenzläufer, zwei Grenzläufer zu besiegen. Was uns jetzt auf der anderen Seite der Brücke erwartet, ist wahrscheinlich ein anderer Schnack. Der Matani bildet die Grenze des inneren Rings von Apex. Der Fluss verengt sich bei Echoruf deutlich und macht den Ort daher zu einer der wenigen Stellen, an denen das Innere des Tals erreicht werden kann. Eine Ehrenwache und ein Bogenschütze. Und da ziehen sie einfach die Zugbrücke hoch. Matani Sibyl. Du da und du. Eine Frau in der Ausrüstung eines Hauptmanns der Vendrienwache signalisiert den Kriegern auf der Brücke und durchdringt den Tumult mit ihrem schrillen Sopran. Hier herüber mit euch. Die Geschmähten sind zurück. Wahrscheinlich haben sie ein paar Wurfspeere vergessen. Seid doch so lieb und werft sie ihnen zurück, ja? Moment, das ist kein Geschmähter. Das hier ist ein Schicksalsbinder. Sie mustert dich von oben bis unten. Merkwürdig. Ich hätte... Nun ja... Naja, nur mehr Soldaten erwartet. Bist du hier, um uns zu überzeugen, dass wir niederknien sollen und uns enthaupten lassen? Dein Wappen ist das Haus Matanai. Verzeih, dass dieser Konflikt deinen Fluss verschmutzt. Ich muss diesen Aufstand unter möglichst geringen Verlusten beilegen. Veränderung gibt es nicht ohne Blutvergießen, aber hoffentlich wird dieser Krieg bald zu Ende sein. Je eher ihr euch ergebt, desto früher können eure Kinder ohne Sorgen leben. Gut, versuchen wir es mal mit Diplomatie. Deswegen sind wir ja Schicksalsbinder und wegen mal das Erste. Also wir entschuldigen uns mal für den Konflikt hier.
Ein bisschen Gunst bei der Ventrin-Wache und Wissensskills. Sie hebt eine Augenbraue. Ich fühle mich geehrt und hoffe, dass all der Kummer flussabwärts gespült wird. Irritiert von deiner Frömmlichkeit räuspert sie sich. Möge dich der Fluss durch das Tal geleiten. Deine Freude scheint den Großteil ihrer Kampfgruppen verloren zu haben. Vielleicht irgendwo in meinem Fluss? Sie zuckt sarkastisch mit den Schultern. Meine Familie beschützt diesen Fluss schon seit 6 Generationen. Deshalb kann man bei all den Plünderern und Vagabunden, die wir an die Aale verfüttern mussten, leicht den Überblick verlieren. Falls du es nicht mit einem Sprung aus vollem Lauf riskieren willst, sitzt du hier fest. Vielleicht solltest du es flussabwärts bei der Ruhensanftkreuzung probieren. Dort sind noch mehr von unseren Kriegern und sie werden dich bestimmt genauso gerne töten. Lass uns rüber, dann werden wir euch Gnade erweisen. Das war die Gezeitenwirkerin, dieselbe, die sich mit mir für einen Waffenstillstand getroffen hat. Senkt die Brücke und ergebt euch. Nehmen wir beides in der Mitte. Hast du schon mal unsere Leute gezählt? Sie pustet lautlos. In letzter Zeit haben wir unerwartete Hilfe bekommen. Wenn man in einem Reich lange genug tötet und vergewaltigt, kommen schließlich alle aus dem Unterholz gekrochen, um einem eine Klinge ins Ohr zu stechen. Wie unangenehm. Lasst uns rüber, dann werden wir euch Gnade erweisen. Haltet eure Ruder mal für eine Sekunde still. Ich habe für genau diesen Moment eine Erklärung von Hauptmann Ari vorbereitet. Sie greift in einen Gürtel und zieht ihre leere Hand mit einem spitzbübischen Gesicht wieder hervor. Die Hand aber zeigt die örtliche Geste für... Ja, Stinkefinger wohl wahrscheinlich. Wartet, ich habe hier irgendwo noch ein zweites Sendschreiben. Sie gibt vor, ihre Taschen erneut zu durchsuchen, bevor sie ihre Phallus-Geste abermals zeigt. So amüsant ich diese baldige Leiche auch finde, es scheint fast so, als hätte sich unser Abwägungsmanöver ausgezahlt. Er liegt in Richtung Westen. Zufrieden wendet sie sich zum Gehen ab, wobei sie dir etwas zurückruft. Schicksalsbitte, ich würde da nicht stehen bleiben. Die Strömungen des Flusses sind ziemlich unberechenbar. Will do. Okay. Das ging jetzt leichter als erwartet. Aber hey, wir haben wohl an der Westbrücke was hingekriegt. So, was habt ihr zu sagen? Gut gemacht. Während du mit den Einbrechern herumgespielt hast, hatte meine Bande die Gelegenheit, ein Seil an der eingestürzten Brücke da drüben festzumachen. Die Wüter warten darauf, sich dir im Kampf anzuschließen. Gut, ich könnte jetzt ihn loben. Damit kriege ich Gunst wahrscheinlich bei den beim Scharlachroten Chor, aber Zorn bei den Geschmähten. Ich könnte das Neutrale sagen, also einfach, wie lautet der Plan jetzt? Oder ich könnte ihn tadeln und sagen, danke, aber wenn du früher auf Antonio gehört hättest, wäre das vielleicht nicht notwendig geworden. Sagen wir mal so, ich lobe jetzt mal seine Wüter. Einfach weil er hat jetzt wenigstens einmal was gut gemacht. Genau, Zorn bei den Geschmähten, Gunst beim Chor. Wir brauchen keinen Dank dafür, die Bürde zu übernehmen, die für die Geschmähten zu schwer ist. Denn an solche Dinge sind wir gewöhnt. Der Plan ist jetzt, diese Brücke da herabzusenken. Meine Krieger können in ihren Rüstungen schließlich nicht schwimmen. Die leichteren Truppen, er deutet direkt auf dich, können den Fluss über das Seil überqueren und dann die Brücke herabsinken. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Wir gehen mit dem Seil rüber, hm? Barry räuspert sich und verlagert unbehaglich sein Gewicht. In diesem Fall würde ich empfehlen, dass ich als Letzter gehe. Ausnahmsweise stimme ich Antonio zu. Blitterwitz deutet höchst beunruhigt aufs andere Flussufer. Meine Bande wurde entdeckt, geht sofort, bevor sie überwältigt wird. Okay. Fluss bei der westlichen Brücke überqueren, das wird uns garantiert ein bisschen Athletik geben.
Genau. They won't see me coming. Okay, wir können, müssen direkt in den Kampf angreifen. Oh, da hinten ist ein Weiser und eine Sonnenwache. Den Weisen müssen wir direkt mal ausschalten. Ehrenwache, Bogenschütze. Ja, du haust den Bogenschützen um. Du auch. Wir beide kümmern uns um die Ehrenwache. Um den Weisen. Okay, der ist schwer verletzt. Oh, jemand sollte Lyra gucken, dass Lyra geheilt wird. Das ging nicht ganz so gut aus, wie es mir gedacht, wie es geplant hatte. Laden wir das Ganze nochmal. Das war hier beim Quick Save. Und dann kann ich auch einfach mal das Neutrale nehmen. Ja, ich weiß. Ich wollte das euch einfach mal kurz demonstrieren, dass das wirklich so passiert. Also, dass das sehr gut vorausrechenbar ist. Oh, und bei dir bitte, Zauber. Ich habe gemerkt, der Eiszapfensturm, der ist nicht so toll. Deswegen hätte ich gerne wieder den Zauber hier. Das kostet 60. Kann ich ihn verstärken? Könnte ich ihn. Dafür bräuchte ich aber noch 2 Punkte mehr. Also geben wir ihm mehr Reichweite. So, jetzt habe ich wieder den Zauber drin. Das ist gut. Verstand zersetzen. Oh ja, dem müsste er gleich zu Kampfbeginn wirken. Oh, ach so, jetzt muss ich das ganze Gespräch nochmal wiederholen. Ja. Da klicke ich mich aber nur mal schnell durch. Weiter. Genau das. Zweiten Wirker, Gnade. Gespräch beenden. Wahrscheinlich könnten die Geschmähten auch mit ordentlich vielen Wurfhaken und genügend Körperkraft die Brücke einfach wieder runterreißen. Ob sie dann kaputt geht, ist die andere Sache. Wie lautet der Plan jetzt? Der Plan ist jetzt, die Brücke da herabzusenken. Meine Krieger können in ihrer Rüstung schließlich nicht schwimmen. Die leichteren Truppen, ja, können den Fluss überqueren. Wir gehen am Seil rüber. Ausnahmsweise muss ich Antonio recht geben, ja. Und ich sollte mich auf jeden Fall stärken, bevor ich hier den Kampf angreife. So. Wenn ich es von hier aus mache, müsste das, glaube ich, besser klappen. Ja, das hat jetzt definitiv die beiden getroffen. Ich glaube, der Zauber bräuchte mehr Reichweite. So, du noch. Gut. Den Bogenschützen erstmal loswerden.
Und du mach mal. Kannst du das nicht? I will aid you. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Sie braucht eine Heilung. Er könnte... Nee, das macht er auf die Sonnenwache. Sobald der Bogenschütze umgekippt ist. Oh, someone stitch me up.